Und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2. Und ja, wir sind mitten im Carnevale, wie man hier auch schon sieht. Und müssen jetzt die Goldene Maske gewinnen. Aber vorher werden wir mal kurz hier gucken. Reparieren geht immer. So, was gibt's denn so Neues? Aha. Dachten wir, können wir uns auch mal gönnen. Haben wir noch so viel Geld? Ja. Ich so. Hätte gerne geholfen. Man sieht, wir haben jetzt deutlich mehr Leben. denn wir haben ja ganz schön was abbekommen schon. Mehrmals. Wegen des Verrats gegen die erlaubteste Republik schuldig gesprochen. Und wird in zwei Tagen zum Sonnenanbruch. Ich muss eben bei mir leiser drehen. Ein bisschen laut. Und ab zum nächsten Auftrag. Damit wir endlich mal die goldene Maske bekommen und dann, ja, uns beim Dogen auf den Maskenball schleichen können. Jetzt müssen wir elegant darunter. Naja. Da vorne ist ein Kurier. Kriegen wir den eben? Geh weg, geh weg, geh weg. Haben wir nicht. Haben wir? Ach nee, wenn wir den abknallen, dann kriegen wir. Ach, schade. Na, ist ja auch egal. Ach, das ist noch ein Turm. Der ist noch ein Turm. Und den ignoriere ich mal. Jo, schade, ne? Tretet! Willkommen, willkommen! Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn oben werfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Ja, Capture the Flag. Kennt man ja auch aus anderen Spielen. Diesmal auch hier. So. Also wir müssen jetzt die Flagge finden und zurückbringen und naja, unser Gegner kann es halt auch machen. Oh Gott. Hey, ich hab den umgeworfen. So, geh weg. Auf den anzuvisieren, meine Güte. So. Das Problem ist, man sieht, das ist eine flinke Wache. Und die sind schneller als wir. Können aber nicht klettern. Deswegen steht er jetzt doof herum. Wir haben alle Zeit der Welt. Und wir haben keine Medizin mehr. Okay. Na, kletter Ezio. Aber jetzt versucht es einmal andersrum zu klettern, aber wir sollten. Wie gesagt, können ja halt keine Hauswände hochlaufen. Sondern halt nur Treppen. Und Leitern und ein kleines Stückchen halt. Diesmal sollten wir nicht runterspringen, weil dann stört. Na, hier geht's noch. Können wir eigentlich? Was? Mieser Cheater. Hab ich die jetzt? Nö. So. Da, wieso kann ich den denn nicht umwerfen von oben? Nein, der ist nicht hier. Das könnte knapp werden. Das darf nur ganz vorsichtig spielen. Ne, nix mehr. So, diesmal müssen wir wirklich runterklettern. Weil normalerweise kriegt man ja keinen Fallschaden, wenn man auf dem landet, aber. Wow, jetzt dachte ich schon, es ist vorbei. Verflucht ist der schnell. Wofür den bekommen? Ja, ich weiß nicht, wie wir den bekommen sollen, da wir ja langsamer sind als der.
Ich habe keine Ahnung, wo der den hinbringen muss, sonst könnte ich ja irgendwie anders klettern. So. So. Ja, sauber. Das war wirklich knapp. Darf uns nur nicht mehr erwischen. Und nicht irgendwo runterfallen. Ne, wir leben noch. Och, wir haben auch ein Glück. Das ist nicht fassbar. Das ist echt unfassbar. Puh. Aber alles gut. Alles wunderbar. Boah, ich kriege hier schon Herzkabaska. Und wir haben das dritte Spiel gewonnen. Jui! Wir haben einen Sieger. Ihr habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert. Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. Tja, Dante, machst du nix, ne? So, jetzt als allererstes sofort zum Doktore. Doktore, glaube ich. Erstmal auf die Schnauze legen. So, jo, einmal heilen. Und einmal voll machen. Wir müssen uns, glaube ich, auch mal einen neuen kaufen. Einen neuen, schreib mich so an. Einen neuen, Medizinbeutel. Da können wir, glaube ich, 10 oder 15 mittragen. Willkommen, Kämpfer! Das Spiel ist einfach. Es gibt nur eine Regel. Keine Waffen. Kämpft so lange, bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht. Werdet ihr es sein? Du? Hm? Wer wird die goldene Maske gewinnen? Tja, wer wohl? Betrügen lohnt nicht. Und du bist der nächste Bewerber. Komm her. Oh, der war schwer. Okay. Ja, das war schon fast klar. Der lässt sich nicht so leicht kontern. Sie machen eigentlich nur Wachen mit. Oh. Jetzt kommt so ein Dicky. Oh, der sollte kein Problem sein. Ja. Und weg mit dem Zeug. Der da hält sich scheinbar für einen Meister. Geh, Dante. Zeig ihm, wie schrecklich falsch er da liegt. Macht sich mal selbst die Finger schmutzig. Na, komm doch her. Dann ist er aber hart. Komm her. Ja, nix da. Zack. Ich geb dir eine. Und weg mit dem Rotz. Gibt es niemanden, der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? Haben wir einen Sieger? Ah, wir haben noch Kämpfer. Ja, die dürfen jetzt mit Waffen. Darf ich dann auch meine Waffe ziehen? Ah, so soll das also laufen, ne? Gegen 4. Kommt her. So, danke für den Dolch. Kriegst du wieder. So, nix da. So, und jetzt der letzte. Komm her. Normalerweise. Oh. Komm her. Ja, schön. Noch jemand? Signore, Signori! Die Spiele des Karnevals haben ein glorreiches Ende gefunden. Kommt und seht, wie unser Gewinner seine goldene Maske einfordert. Der Sieger hat bewiesen, dass er der leichtfüßigste Läufer, der stärkste Kämpfer, der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen ist. Da er nun 4 Spiele anständig gewonnen hat, ist der Gewinner unserer goldenen Maske... Der Gewinner der goldenen Maske ist Dante Moro! Was ein Arsch. Glückwunsch. Wir sehen dich dann heute Abend. Dem geben wir eine. Den bringe ich um. Den bringe ich um. Ach, das war schon gar nicht jeder weg. Vielleicht arbeite ich zu viel.
Ja, du arbeitest zu viel. Jo, wo ist der? Wo ist der Arsch? Achso, klopf, klopf. Tut mir leid, Ezio. Wir konnten nicht wissen, dass Silvio so betrügen würde. Wieso denn nicht? Schwester, wir sollten doch sagen, wenn wir das Schwein gesehen haben, das die Maske gestohlen hat. Er ist auf dem Weg zum Fest des Dogen. Ich werde gehen. Ich fange ihn ab, bevor er dort ist und hole mir die Maske. Wie? Indem er den armen Teufel umbringt? Ja, ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Nein, wenn ihr ihn tötet, sagen sie den Ball ab. Und Marco zieht sich in den Palazzo zurück. Dann hätten wir Zeit verschwendet. Wieder. Stehlt stattdessen die Maske. Leise. Die Mädchen können helfen. Sie sind schon auf dem Weg zum Fest. Auf der ganzen Strecke. Sie können ihn ablenken, während ihr die Maske besorgt. Va bene. Das soll ich den nicht einfach töten? Mann, oh. Ein echter Spaß. So. Mann, oh. Das ist jetzt enttäuschend. Ich meine, ich kann es verstehen, warum nicht, aber... Ich würde ihn trotzdem gern umbringen. So, Dante, wo bist du denn? Dante. Huch. Nein! Boah, ich Gott. Ach, da. Was für ein Athlet! Was für ein Athlet! Das sagst du bereits. Guck doch nicht hin. Unser Kämpfen nähert sich. So lacht und tanzt. Kann ich dem nicht noch? Alter, er hat gerade die Axt her. Komm her! Au. 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 So. Komm her. Jetzt sterbt doch mein Leute. Ich weiß, ich müsste den nicht töten, aber... Der Dante geht richtig auf. Komm her. Wow. Komm her. Nein, nicht den. Nicht den. Hallo? Oh. Geht doch. Hallo? Weich doch aus. Ist der irgendwie unbesiegbar? Hallo? Ja, der ist unbesiegbar. Oh, Mann, oh. Lässt er sich denn greifen? Moment mal. Naja, ist wirklich unsichtbar. Schade. Aber wir haben wenigstens ein bisschen Schmerzen hinzugefügt. Ich wollte ein bisschen Rache haben, wenigstens. Dafür, dass wir die ganzen Spiele gemacht haben und total umsonst. Ich meine, wir hätten direkt den verklauen können. Ach ja. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, fertig, wa? Stoop. Stoop Upgrade. Die sieht aber bescheuert aus. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.